Cheers! Mein Name ist Pinex und herzlich willkommen zu Meet Your Maker, einem Spiel, in dem ihr eure eigenen Dungeons entwerft, die dann andere Spieler raiden können. Und auch ihr müsst dann andere Dungeons raiden, um wiederum Materialien zu bekommen, um eure eigenen Waffen, Fähigkeiten und Dungeons zu verbessern. Heute geht es mal darum, dass ich euch erst ein kleines normales Dungeon von irgendjemandem zeige und euch ein bisschen erkläre, was da drin so abgeht. Und danach schauen wir uns mal das Dungeon von dem guten Ikimetheus, also von Nick, an und gucken mal, was der so gebaut hat. Machen wir mal vorweg eine normale Grabstätte. Vorweg muss ich sagen, jede Grabstätte ist von einem Spieler gebaut. Das heißt, irgendjemand hat sich bei diesem Layout, was wir jetzt betreten werden, gedacht, yo, so bringe ich den gegnerischen Spieler um und hindere ihn daran, das Endziel zu erreichen und den Gen-Med-Container zu erreichen. Ich habe im Endeffekt so einen Bolzenwerfer. Damit kann ich bis zu 3 Bolzen schießen und ich kann die Bolzen aber auch wieder aufheben. Und ich habe eine schnelle Nahkampfwaffe, womit ich Dinge kaputtern kann und sogar Projektile blocken kann. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier auf uns wartet. Ich höre hier schon irgendwo eine dieser Grabstätten. Grabstätten spawnen auch random auf jeder Map. Und da kriegt man Bonus-Loot. Und die suchen wir jetzt mal eben. Ich habe gerade schon ein paar Fallen zerstört. Hier ist zum Beispiel eine Speerfalle. Die schießt so Speere. Fallen lösen auch nur einmal aus. Danach nicht mehr. Man kann aber auch später Upgrades kaufen, wodurch man im Endeffekt Fallen mehrmals auslösen lässt. Da wäre der Container gewesen. Und jetzt suchen wir aber eben nochmal hier diese Bonus-Grabstätte. Es kann natürlich auch sein, dass der die zugebaut hat, wenn wir Pech haben. Da war noch eine Falle, die hätte ich beinahe übersehen. Der kleine Mann hier ist im Endeffekt für die Wegfindung da. Weil der muss immer im Endeffekt bis zum Endpunkt manuell zu Fuß laufen können. So, jetzt haben wir noch ein paar Gegner getötet und hier ist jetzt so eine Bonus-Grabstätte. Da kommt ganz viel Loot raus, wofür wir dann später Dinge upgraden können, bauen können und all so ein Kram. Da war eine Speerfalle und ein Holo-Würfel mit Magma-Würfeln runter. Gemein. Ah, hier war der Eingang, okay. Ihr merkt schon, das Dungeon hier ist ganz schön verwirrt. Verwirrend, nicht verwirrt. Ich bin verwirrt. Und ja, jetzt müssen wir nochmal diesen Genmat-Container holen. Wenn ich den jetzt nehme, gibt es eine zweite Welle. In der zweiten Welle können auf dem Rückweg wieder neue Fallen sein, die der Gegner oder der Spieler platziert hat. Und jetzt gucken wir einfach mal, was auf uns wartet. Okay. Okay, das war gemein. Der hatte einfach 2 dicke Mobs reingestellt, die einen dann kaputt hauen. Okay, das war gemein, weil die hatten auch Panzerung. Aber so kann es gehen. Jetzt gucken wir einfach mal ganz kurz. Ich weiß ja jetzt, wo das meiste steht. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt haben wir die getötet. Die Falle haben wir ausgelöst. Man kann auch relativ fix durchrushen. Jetzt nehmen wir uns einfach mal hier den Genmat-Container direkt. Und gucken einfach, dass wir schnell rauskommen. Und so kann man natürlich die Level ausspielen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir sind, ey. Wollt ihr hier hin? Ja. Und da waren sogar noch Fallen am Ausgang. Aber so kann man die Level auch machen, ne? Einfach schnell rein, raus. Aber jetzt gucken wir uns einfach mal das Level von Nick an. Okay, von außen sieht das schon mal sehr beeindruckend aus, was Nick hier gebaut hat. Gucken wir mal, wie brutal die Map ist. Die ist als brutal gerankt. Aber schauen wir einfach mal wirklich, wie schwer sie ist. Gehen wir einfach mal hinterher und gucken mal, dass wir unseren Dings wieder kriegen.
Okay, hier könnte man durchspringen. Ich denke, man kann an einigen Stellen ganz gut abkürzen. Da war eine Falle. Wo war die Falle? Oben drauf ist. Okay. Interessantes Layout. Relativ viel zum Umgehen hier, glaube ich. Können wir hier die Falle noch wegmachen? Okay, sehr viel um drum herum zu laufen oder rumzuspringen. Können wir parieren. Okay. Die Blöcke könnten später anders werden. Okay. Hat viel mit Gegnern gearbeitet. Gar nicht mal so viel Fallen auf einmal. Das kann sich aber... Kann sich aber natürlich auf dem Rückweg ändern. Jetzt habe ich ein bisschen gepanickt, aber ist nicht schlimm. Oh mein Gott, okay. Witzig, dass er hier oben eine Falle hinbaut und ich dabei nach reingerannt wäre. Ja, den haben wir auch. Oh. Okay, hier werden es jetzt ein paar mehr fallen schon. Bomben. Zwei Bombenspots waren da. Mit irgendwelchen Holo-Blöcken oder nicht gebaut? Oh mein Gott, okay. Die haben mich erwischt. Bis dahin ging es sogar, war relativ human. Ich denke, hier kann ich sogar abkürzen. Das drauf. Okay. Spielt sich sogar, wenn man die Map kennt. Ganz cool. Oh, da wollte ich nicht rein. Aber wo waren hier nochmal die Bombenfallen? In dem Gang, ne? Hier oben. Habe ich beide ausgelöst? Okay. Ist schon viel Liebe reingeflossen hier in die Map. Das gefällt mir sehr gut. Schön, dass er auch so Pfeil und so benutzt hat. Und wo hat Daniel was geschossen?
von da. Was ich mich frage, wo ist jetzt hier langsam mal der... Gen Vermisser. Ui. Okay, so weit sind wir schon mal. Nur noch aus dem Ding hier rauskommen, ne? Rückweg gestaltet sich immer irgendwie ein bisschen schwieriger, finde ich, weil man sich immer in den Gängen, wo man schon mal einmal durchgelaufen ist, dann irgendwie ein bisschen sicher fühlt, ne? Das war gefährlich. Da war noch eine Falle. Die Falle, der bin ich auch ausgewichen. War trotzdem gerade ein bisschen gefährlich. Okay. Hier hört man irgendwo das Bonusgrab. Aber Nick hatte mir erzählt, dass er da so gar nicht drauf geachtet hat, als er die Map gebaut hat, weil er nicht wusste, dass es das gibt. Okay. Schon große Map, ne? Oh mein Gott, die hätte mich beinahe erwischt. Ich gedacht habe, das hier wäre eine Map, das hier wäre eine Dings. Ich bin nochmal Gegner irgendwo. Ja, die Gegner habe ich ja stehen lassen am Anfang, ne? Ich bin ja dadurch irgendwie den Asset-Block gesprungen. Oder Magma-Block oder wie man das auch nennen will.
Und dann kann ich hier raus, ne? Sehr schön. Okay, cool. Ja, wir haben sie jetzt einmal sterben verlassen und sind ansonsten durchgekommen. Also designtechnisch sieht das schon sehr nice aus, was er hier gebaut hat, ne? So von außen. Innen drin ist halt vieles, wenn man das Spiel schon ein bisschen gespielt hat, auf was man vorbereitet ist. Aber wenn die Base jetzt prestiget und er noch ein bisschen Fallen aktualisiert ist, ein nice Dungeon, fällt mir auf jeden Fall, dass das sehr lang ist. Ist cool. Gefällt mir. Und falls du Interesse hast, dass ich mal dein Level spiele und in einem Video vielleicht verpacke, dann lass mir doch einfach deinen Steam-Namen da oder deinen Ingame-Namen oder gib mir deine ID von deiner Map. Und dann werde ich die mir liebend gerne mal anschauen. Ich werde natürlich auch Maps bauen, die ihr dann spielen könnt. Also, ich habe Bock auf Meteor Maker. Bis dahin und ciao.